Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Theo hier, wieder ein Oldschool-Video. Ihr kennt es von mir, ich habe damals bei Mario Odyssey viele Glitches gemacht und genauso soll es jetzt auch weitergehen bei Super Mario Maker 2. Weil ich es ja schon angekündigt hatte, werde ich euch heute drei Glitches zeigen. Das ist ein Format, wo ich euch in jeder Episode drei weitere Glitches aus Super Mario Maker 2 präsentieren werde und euch auch zeigen, wie ihr sie nachbauen könnt, sodass ihr auch selber die Glitches genießen könnt. Ein Daumen nach oben und ein Abo wäre nicht schlecht. Ich habe bald die 100.000 Abos geknackt und in der nächsten Mario Maker-Folge, wie angekündigt, versuche ich die Level von German Let's Play. Deswegen bleibt dran und ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Glitch. Los geht's! Der erste Glitch, den ich euch zeigen darf, ist der Glitch, wo man unverwundbar wird, beziehungsweise wo oben rechts die Zeit eingefroren wird. Und ihr seht es hier, nichts kann einem mehr was anhaben. Kein Gegner, alle sind wie eingefroren und man nimmt keinen Schaden mehr. Ist leider nicht sehr nützlich, weil man kann sich auch nicht bewegen, man kann sogar nicht mal ins Ziel, man kann die Zielfahne nicht mal auslösen. Also man kann eigentlich nichts damit machen. Es ist nur eine kleine Spielerei, wo die Zeit einfriert und die Gegner euch nichts mehr anhaben können. Und wie kann man das Ganze machen? Ich zeige euch das kurz hier. Der Glitch wird ausgelöst, wenn Mario oder halt hier in dem Fall Luigi in eine Tür reingeht und ein Item gleichzeitig einsammelt. Also wirklich genau gleich. Und dann, wenn er aus der Tür rausgeht, wo er reingegangen ist mit dem Power-Up, wenn er dann getroffen wird von einem Stachy in dem Falle, dann friert die Zeit ein. Es ist ein Glitch, es ist ein Softlock, man kann nichts mehr machen. Aber hier seht ihr mal im Editor, wie ihr das genau nachbauen könnt. Macht einfach Pause und könnt es genauso nachbauen, wie ich es hier gezeigt habe. Und ich würde sagen, auf zum nächsten. Der nächste Glitch ist schon ein bisschen verrückter. Und zwar erlaubt er es euch in einer Überschallgeschwindigkeit weggeschossen zu werden. Also sowas ist wirklich, diese Geschwindigkeit ist sonst nicht möglich, sondern nur mit diesem Glitch. Und zwar müsst ihr in Mario 3D World einen Swamp dahin bauen, der dann gegen so einen Ausrufezeichenblock hämmert und ihr als Spieler müsst nur oben raufkommen und dann werdet ihr, wenn ihr das genauso nachbaut, mit einer Überschallgeschwindigkeit losgeschossen und ihr könnt damit wirklich coole Levels bauen und die könnt ihr auch wirklich veröffentlichen. Da ist kein Softlock oder sonstiges. Man kann sogar, glaube ich, geile Speedrun-Challenges damit machen, weil man damit ja wirklich noch schneller ist, als würde man normal laufen oder so. Und hier wieder zeige ich euch, dass wir das nachbauen könnt. Ihr müsst es einfach genauso nachbauen, wie hier gezeigt. Einfach kurz pausieren und ich würde sagen, kommen wir zum letzten. Wieder ein Glitch mit einem Thwomp und zwar ein richtig genialer, meiner Meinung nach. Auch wieder was, wo man den Thwomp nutzt als Transportmittel fast schon, denn wenn man ihn platziert und vor ihn von einem Käfer ein Panzer hinlegt, also genau davor, und zwar vier Blöcke lang davor, dann noch einen Notenblock platziert, dann guckt euch mal an, was passiert. Der Thwomp schießt einfach nach oben, diagonal, und wenn man Spin-Jump macht, kann man das sogar als Transportmittel nutzen, wie hier gezeigt. Das ist einfach richtig krass und auch wie schnell das ist. Ihr müsst nur aufpassen, weil wenn er zu schnell aus dem Screen euch transportiert, dann sterbt ihr. Und auch wirklich ganz leicht nachzubauen, und das kann man auch wirklich kreativ in seine Level mit einbinden. Ihr könnt ja vielleicht mal so ein Glitch-Level machen, wo ihr mehrere Glitches, die ich euch in diesem Format zeige, aneinander baut und ich muss diese Level dann lösen. Auch ziemlich lustig. Das war es aber mit den drei Glitches, die ich euch gezeigt habe. Wie gesagt, es war nur eine Frage der Zeit. Ich habe es ja schon länger angekündigt gehabt, dass ich dieses Glitch-Format machen werde und deswegen kommt es jetzt immer nebenbei zwischen den normalen Episoden. Ich würde sagen, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.